So, ich befürchte, diese ehrfurchtgebietende Anordnung hier bedeutet, wir werden gleich El Klopso Grande gegenüberstehen. Rebellion. Was sich auch daran zeigt, dass da vorne eine Truhe ist, die wahrscheinlich... Ui, halt mal. Die wahrscheinlich Mega-Power-Tränke enthält, ne? Ja, Mega-Power-Trank. Ja, einen. Du bist doch nicht ganz dicht. So, okay. Also, jetzt gilt's. Das da vorne wird wahrscheinlich die Arena des El Klopso Grande sein. Ach du Scheiße, ich habe gar keinen Bock jetzt gerade auf diese... Moment. Ja, das ist besser. Ach nö. Guck mal. Ah! Fuck! Ah! Ah! Fuck! Moment mal. Wow, 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 wow. Moment, Moment, Moment. Ich muss wahrscheinlich mal wieder ab. Ich muss durch das Portal entkommen. Durch den Monsun. Ah, fuck. Falsche Seite. Alter. Ah, fuck. Warum hab ich denn Fall? Ah, nicht doch. Scheiße. Das ist mal total kacke hier gerade. Boah. Ich muss durch die richtige Seite, durch das Portal, damit ich die sehe. Fuck! Boah. Ich kann die nicht sehen. Das ist das Problem. Oh, da ist noch einer. Boah. Fuck. So, oh, jetzt. Da kommt El Klopso. Okay. El Klopso, pass mal auf. Ich hab da was für dich. Guck mal, Digga. Das war El Klopso Grande Nummer 2. Na endlich. Was heißt hier na endlich? Also die Unsichtbaren waren scheiße, weil ich nicht wusste, durch welche Seite vom Portal ich musste. So, und damit hier keiner auf eine blöde Idee kommt, zeige ich es nochmal. Einstellungen. Ich will nur sicherstellen, ne? Hier Schwierigkeitsstufe normal. Wer sich ein bisschen mit dem Spiel auskennt, weiß, dass man auch auf andere Arten und Weisen feststellen kann, ob da jemand schummelt und auf leicht gestellt hat, ne? Dann kriegt man nämlich bestimmte Hinweise und noch zusätzliche Hilfen, ne? Daran kann man sehen, ob jemand halt für diesen Kampf mal eben auf einfach gestellt hat. Na du? So, dann können wir jetzt nochmal in den Karin gucken. Mach mal kurz hier Marevelio. Da ist noch eine Truhe. Ich glaube, ich habe das letzte Mal eine Truhe im Denkarium nämlich vergessen. Und das hat mir, also habe ich dann hinterher in der Aufnahme gesehen und das hat mir dann doch farbiger gestreifter Schal. Darf ich nichts gegen sagen, weil es ist ein farbiger Schal. Entschuldigung. Ah, ich bin so glücklich. Wir haben den... Oh, guck mal, ich habe nicht mal die gesamte alte Magie verbraucht. Oder habe ich und habe sie wieder aufgefüllt? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war das wohl der einfachste Bosskampf in diesem Spiel, den ich bisher hatte. So, Charles Rookwoods Erinnerungen ansehen. Machen wir mal. Moin. Und dafür schalte ich dann mal die Facecam weg.
Nun, ich bin neugierig auf Isidoras Reisen. Nur herein. Hier, setzen Sie sich. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora! Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Das ist unerforschte Magie, Isidora. Man sieht nur, was im Glas verschlossen wurde. Wir wissen nicht, welche Macht damit verbunden ist. Aber die Spuren dieser Magie sind anders als alle, die ich kenne. Danke. Jo, also ich wüsste einen einfacheren Weg, um Schmerzen zu nehmen, Denkarium-Artefakt. Einfach eine gute Ibuprofen oder so, oder wenn es nicht ganz so schlimm ist, Paracetamol. Aber ansonsten eine Ibuprofen, eine richtig fette Dosierung. Und schon bist du alle Schmerzen los. Ist natürlich Blödsinn, was ich erzähle, obwohl es ist realistisch. Ja, so, wir sollen die Prüfung von Charles Rookwood beenden und in die Kartenkammer gehen. Ja, und da gibt es einen Ladebildschirm des Grauens. Und ich frage mich ehrlich, wie ich das schneiden soll, weil eben mitten in der Vision war es 26 Minuten. Und ihr wisst, ich schneide auf 20 Minuten Grenzen. Ob ich dann unter Umständen ganz fiese vielleicht einen Cliffhanger machen kann. So vor dem El Clopso Grande, weißt du, wo er gerade erscheint, Schnitt rein. Ich mag solche Dinger. Und zwar nicht aus Gemeinheit, sondern weil ich sowas auch gerne bei anderen Let's Playern mag. Ich mag es, wenn Let's Player einen auf die Folter spannen und man erst in der nächsten Folge erfahren kann, ob sie sich komplett bescheuert angestellt haben oder solch ein grandioses Werk gebracht haben, wie ich eben. Und ich muss wirklich sagen, also dafür, dass ich gerade die zweite Welle meiner Corinna-Erkrankung, glaube ich, durchmache, weil Alter, tut der gesamte Mundraum, alles tut weh. Dafür bin ich eigentlich gar nicht so schlecht. Oh, ich finde das so toll, vor allem, es wird immer klarer. Und sogar in einem Stück. Sie sind zurück und sogar in einem Stück. Ja, das bin ich, Professor Fick. So, ja, moin. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Ja, Professor Rookwood hat mir erzählt, was auf Schloss Rookwood passiert ist. Angesichts der vorherrschenden katastrophalen Umstände ist es ein großes Glück, dass eine so kompetente Person diesem Weg folgt. Danke, Professor. Ich werde das zweite Artefakt hüten, wie Sie mir geraten haben. Gut. Kann es weitergehen? Ach ja, Mottelchen. Entschuldigung. Aber sieht schon irgendwie aus wie so eine Presswurst, wie er da in seinen Umhang, wie er da in seinen Gewand. Also, das ist ja das Ding. Wenn ich korpulent wäre, was ich nicht bin, ne? Ich würde den Teufel tun, mir irgendwelche engen Klamotten anzuziehen. Aber komischerweise gibt es Menschen, die das tun. So, ich bin bereit. Was hat Isidora in der Erinnerung aus der Brust ihres Vaters entfernt? Sein Herz. Was war der leuchtende Faden, den Isidora aus der Brust ihres Vaters zog? Es war Schmerz. Nach den Prüfungen werden Sie Ihr Handeln besser verstehen. Aber Schmerz sah verdammt nach der Energie aus, die der komische Kobold
der Koboldukak da in seiner Rüstung hat. Das ist irgendwie... Dann powert er sich aus Schmerz. Was ist das denn? Boah, was ist das für ein widerwärtiges Vieh? Ich bin bereit, was auch kommen mag. In diesem Fall ist es Zeit für eine Einführung. Darf Nein, ich vorstellen? Niamh Fitzgerald, ehemalige Schulleiterin von Niamh? Hogwarts. Die heißt Niam. Aber die sprechen das als Niamh aus. Moinsen. Wie geht es Ihnen? Ich gebe zu, es überrascht mich eigentlich kaum, dass ein Schüler die Prüfungen absolvierte. Ich war stets überzeugt, dass Hogwarts-Schüler alles schaffen, was sie sich in den Kopf setzen. Danke, Professor. Ebenfalls sehr erfreut. Ich bin mir sicher, dass Sie meiner Prüfung mehr als gewachsen sein werden. Jedoch muss ich zuerst den Ort Ihrer Prüfung, wie soll ich sagen, vorbereiten. Wir vertrauen Ihnen, Professor Fitzgerald. Sie sollten am besten wissen, wie man mit dem Umstand umgeht, dass, nun ja... Mit einem hochmütigen und ärgerlichen Schulleiter? Das sollte ich wohl. Ich werde sogleich bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Natürlich. Professor Fitzgerald braucht etwas Zeit, um den Weg zu räumen. Bis dahin sollten Sie weiter an Ihrer Magie arbeiten. Sagen Sie Bescheid, sollten Sie in der Zwischenzeit mehr über Renrocks und Victor Rookwoods Aktivitäten erfahren. Sehr gern, Professor. Ist also nicht nur ein Männerclub, da ist auch eine Dame dabei, das finde ich cool. Jetzt kann ich nur mit Professor Kuritus interagieren. Moinsen! Ja, ich weiß. Ich soll meine Zauberkunst verfeinern. Sie ja. lernen schnell. Hoffentlich hören Sie auch bald von Lodgok. Dann erfahren wir, wie es ihm mit dem Helm ergangen ist, den Sie besorgt haben. Das war gute Arbeit, wie immer. Wir sehen uns bald wieder. Hauptsache, ich muss mich nicht mit irgendwelchem Koboldukak auseinandersetzen. So, da lädt es erstmal wieder eine Runde. Ja, es ist... Aber Niam und die heißt Niamh? Das ist genauso wie Pogrook. Wow, es ist Winter in Hogwarts. Ey, das ist ja passend, das ist genau wie bei uns hier gerade. Ist das geil. Hier ist auch gerade viel Schnee und viel Eis. Hier bei uns im Norden. Der Herr Kittenkummler hat gesagt, dass es unten in Bayern noch viel heftiger ist. Hier hatten wir nur bisher, also heute Morgen waren es minus 2 Grad, bei ihm war es minus 12 Grad. Schon krass, irgendwie der Unterschied. Achso, ich bin in Hogwarts in meinem Schlafzimmer. Moinsen. So, also nee. Auftrag abgeschlossen. Charles Hogwarts Prüfung. Yes! Wann habe ich eigentlich Level 34 abgeschlossen? Weiß ich gar nichts von. So, ha. Neue Aufträge verfügbar. Auftragsprotokoll öffnen. Nati erzählte mir von deiner Begegnung mit den Wilderern. Ich habe auch ein paar Neuigkeiten über sie. Können wir uns bald treffen? Ich fürchte, einiges von dem, was ich aufgedeckt habe, hat mit dir zu tun. Poppy. Okay. Nee, Nachrichten muss ich ja jetzt gar nicht lesen. Also Poppy hat mir einen neuen Auftrag gegeben. Da kommt noch was rein. Mal E-Mail lesen. Also, ich gehe erstmal hier und mache mal hier Ausrüstung. Gucke mal rein. Ja, ich fahre den Honk nicht mehr runter, weil es ist irgendwie... Bringt nichts. Zeug ist komplett wertlos. Wir haben wirklich die besten Klamotten an. Und wahrscheinlich war das dafür verantwortlich, dass wir den Kampf so unglaublich... Hast du eben die Scheuße gesehen? Guck mal hier, da. Warte mal. Hier. Guck dir mal den Kram an, ne? Voll der Koboldukak, ne? ja, Entschuldigung, wenn ich albern bin. Oh, ich kriege echt Halsschmerzen. Aber ich will heute so lange durchhalten, zumindest bis ich hier die Getränke weg habe. Danach darf ich gerne krank werden. Aufträge. Feuer und Sünde. Oh, da ist noch was anderes. Ach ja, und es war noch was, was mir jemand empfohlen hat, was ich machen soll. Das werde ich gleich mal tun. Poppy wartet in dem Gebiet ganz im Norden von Hogwarts, wie der Besen fliegt. Was? Poppy wartet in dem Gebiet ganz im Norden von Hogwarts, wie der Besen fliegt. Was soll das? Sprich mit Diek im Raum der Wünsche. Oh, das Fohlen des Todes.
Das macht Spaß. Warte mal. Also, ich gucke hier erstmal nochmal alle so Eulenpost. Ja. Da müsste ich jetzt nicht. Hä? Professor Weasley? Bitte treffen Sie mich so bald wie möglich auf dem Flur. Ach so, das war noch von früher. Die ganz alte Scheuse. Schauen Sie bei Gelegenheit im Raum der Wünsche vorbei. Ach ja, das sind die. Ich habe das damals nicht gelesen gehabt. Jetzt so. Nö, also, da ist mal nichts. Talente. Ja, nee, wie gesagt, also es sollen noch ein paar Zaubersprüche kommen. Und mir wurde auch gesagt, ich soll mir ein paar Talentpunkte aufheben für diese Zaubersprüche. Wir werden ja auch noch die unverzeihlichen Flüche bekommen. Was sollte ich jetzt als erstes machen? Was ich erstmal machen wollte, das ist, und den Rat gebe ich euch mal auch. Hier gibt es ja überall diese Fahnen, ne, wo man draufklicken kann. Das macht man am besten mal. Und mir wurde nämlich gesagt, ab und zu erscheinen dann in den jeweiligen Gebieten neue Questmarker für Nebenquesten. Da unten zum Beispiel, da, finstere Tiefen. Nerida Robert sitzt an den Stegen beim Bootshaus von Hogwarts. Ich sollte mit ihr sprechen. Ist das jetzt in den Aufträgen auch drin? Nein, leider nicht. Warte mal. Wenn ich aber das verfolge... Entschuldigung, wenn ich jetzt mal ein bisschen hier Jugend forscht mache, ältere Jugend forscht. Auftrag verfolgen? Wenn ich jetzt sage Auftrag verfolgen, ist es jetzt im Auftragshandbuch. Im Auftragsbuch. In der Tat, jetzt ist es im Auftragsbuch. So. Ja, ich mache natürlich weiter. Also das Ding ist, also es gibt dann verschiedene, ich guck mal auf jede von diesen Fahnen. Guck mal, hier ist auch einer. Fohlen des Todes. Ach so, ja, das ist, haben wir schon. Das ist mit Deek. Und dann haben wir hier ist auch einer, guck mal. Ende eines Fluchs. Gerüchten zufolge hat Samantha Dale ein Problem mit ihrem Bruder. Dale kommt mir doch bekannt vor. Okay, ich sag mal Auftrag folgen. Auftrag nicht länger verfolgen. Wir gucken mal die Aufträge, ob das dann jetzt auch drin ist. Das Ende eines Fluchs. Guck mal. Ah, ich mache gerade hier was richtig Gutes, ne? So. So, und nochmal hier. Akio-Duell. Auftrag verfolgen. Auftrag nicht mehr verfolgen. Ist das jetzt auch drin, Akio-Duell? Ja, ist auch. Zweites Spiel, Akio-Duell. Alter Schwede. Spiele ein Akio-Duell. Was sollte ich ja inzwischen auch können? ja, was ist daran so lustig? Alles. Bibliotheksanbau. So, Ende eines Fluchs hatten wir eben schon. Okay, und dann haben wir hier noch Flügel des Glockenturms. Akio-Duell, ja, genau. Und hier hatten wir auch schon Astronomieflügel. Ja. Fohlen des Todes. Okay, alles klar. Wir gehen mal in die Aufträge. Und ich guck mal, welche Levels die brauchen. 19. Keins. 17. 15. Ende eines Fluchs. Akio-Duell. Okay, wir nehmen erstmal die, die keine brauchen. Zum Beispiel finstere Tiefen. So, kann sein, dass ich jetzt ein bisschen Zeit verschwende hier und das gar nicht gut ist. Ich mach mal hier. So, kann man hier irgendwie runter? Ja, da kann man runterreisen. Und das machen wir gleich mal. So, da bin ich ja mal gespannt. Finstere Tiefen hört sich spannend an, aber braucht kein Level insofern. Ist das wohl wieder so ein Auftrag, wo es keinen Kampf braucht, sondern wo man nur irgendwas finden soll oder so? Und das gibt's ja auch. Ah ja, heute geht's richtig voran im Spiel, muss ich sagen. Und ich bin einigermaßen stolz auf mich, auf den Bosskampf. Das war wirklich, das war ja kein Bosskampf, das war ja eine Vernichtung. Der Denkariumswächter wurde ja regelrecht gedemütigt. Also, ja. Aber daran kann man mal wieder sehen. Vernünftig
vernünftig skillen, bevor man irgendwie so richtig ans Eingemachte geht, macht das Spiel schon fast langweilig, ne?